So, mal kurzer Zwischenstand. Ja, ich kam ja auf die glorreiche Idee hier. Überhaupt bin ich hier, glaube ich, falsch. Das ist die Zuckerfabrik, richtig? Ja. Auf die glorreiche Idee hier Bretterpaletten reinzuladen, wollte die irgendwo verkaufen. Ich krieg die nirgendwo verkauft. Ich nehme an, dass ich die im Hafen noch ver. Ach Quatsch, da ist ja zu, da ist ja ein Zaun, verdammte Scheiße. Dass ich die entweder im Hafen verkaufen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es langsam kompliziert, weil dann kriege ich die nicht verkauft. Ja, das ist eine Fahrerei. Was ich noch gemacht habe, ich habe viel zu viel Strohablage gemacht. Ich war ja so der Meinung, ja, ich mache jetzt bei Weizen die Strohablage an. Das war durchaus okay, aber es hätten mir aufgrund der Länge des Feldes zwei oder drei Reihen gereicht. Ich habe jetzt viel zu viel Stroh. Ich habe meinen Bunker, meinen Silo-Bunker voll und ich habe meinen Bunker vor oben voll bei der Produktion von Mischfutter. Da geht sowieso im Moment nichts mehr rein, weil Mischfutter ist voll. 300.000 Liter. Und jetzt presse ich noch ein paar Ballen und dann ist es immer noch zu viel. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. So, der Hafen müsste da hinten sein. Das ist meine letzte Chance, dass ich da den Scheiß loswerde. Ansonsten keine Ahnung, wie ich das verkaufen soll. Und wo, oder was, oder wie. Und vor allem, wie läuft denn das hier? Kommt da dann auch ein Verkaufssymbol oder so? Oder was kommt denn da? Wenn ich den mit Sacharbeitsmodus anschalten oder so scherze, was passiert denn da? Heuer, wie, sag mal, wie beschissen stehe ich denn hier drauf? So, mal schauen, dass ich da ein bisschen besser drauf komme. Das will ich jetzt gerne noch probieren. Weil ansonsten lasse ich nämlich den ganzen Blödsinn weg. Cargo Bull aufmachen, Plane aufmachen. Weil wenn ich jetzt sage, Arbeitsmodus anschalten, dann müsste ja eigentlich dieses Ding auch, verdammte Kacke, nochmal den Blödsinn wieder rausballern. Oder ist er nicht voll und geht's deswegen nicht, oder was? Ich möchte das jetzt verkaufen. Schön. Wenn ich jetzt sage Abladeseite rechts, probieren wir das mal. Und wenn das auch nicht geht, ja, dann habe ich langsam echt die Schnauze voll. Okay. Also. Das heißt, ich habe jetzt den Auflieger voll mit dem ganzen Blödsinn hier. Das ist gut. Kriegst aber aus dem LKW anscheinend irgendwie nicht mehr raus. Das ist noch besser. Das gefällt mir schon. Nicht. Jo. So viel dazu. Na, dann bleibt er da stehen. Dann holen wir uns halt noch einen. Ja, hier habe ich jetzt die Ballenpresse hin. Also ich habe immer noch viel zu viele Reihen Stroh. Ich habe jetzt dann, ja, zu spät dann im Prinzip gesehen, dass ich nichts mehr brauche. Habe dann wieder die Strohablage ausgeschalten. Habe wieder Chopped Straw an. Aber es ist eben zu spät einfach. Ja. Dumm gelaufen. So, anschalten würde ich gerne. Jawohl. Los geht das. Fahren wir mal zu. Na? Was ist denn jetzt los? Warum klappt's nicht? Pickup ist doch unten. Ja, ist unten. Aber ich höre auch die Ballenpresse nicht, ne? Man müsste die hören. Habe ich die falsche gekauft? Dann war das die zu günstig ist wahrscheinlich. Kann das sein? Ach, heidana. Okay, also verkaufen wir den ganzen Scheiß wieder und kaufen eine andere. Ach, jetzt ist doch zum Reihen. Normalerweise kriegt man, glaube ich, die Hälfte. Der gibt mir hier irgendeinen Fehler. Was macht denn der mir hier für einen Fehler? Oder muss ich die geschlossen lassen? Nö, eigentlich doch nicht. Nee, sonst kann ich sie ja gar nicht anschalten auch. Ja, sinnig. Okay, es das heißt, jetzt gucke ich mal schnell nach den Preisen, was hier los ist. Garage. Warum passen die nicht? Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, jetzt. Ballenpresse, wo ist sie denn? Da. 40.000.
Mod, dann müsste das aber doch die teure sein. Wenn ich die für 40.000 verkaufen kann? Verstehe ich nicht. Oder habe ich tatsächlich das letzte Mal die günstige gekauft und die günstige geht und die andere geht nicht? Das wäre natürlich ein bisschen doof, aber okay, dann ist das halt so. Wo ist denn die Ballentechnik? Klaas, Roland, ja, ich will ja keine Rundballen machen. Wobei es eigentlich egal ist, ich muss sowieso die Ballen wegballern, irgendwo lagern, weil ich habe keinen Platz. Das andere, wenn ich es auf dem Hof stelle, da in diese Scheune, das ist ja ein Verkaufspunkt nur, das ist ja kein Lagerpunkt. Ja, die war es eigentlich, die ich gekauft habe. Warum sollten das so? Hä? Warte mal, welche habe ich hier noch? Aha, also ich habe tatsächlich die teure gekauft, ja. Aber die geht nicht. Dann nehmen wir jetzt die. Auswählen. Und kaufen die. Ja. Schön, jetzt haben wir wieder Geld verblödelt, weil es so geil ist. Ja, also an der ist irgendwas kaputt. Keine Ahnung, die funktioniert nicht. Sehr gut. Können wir da wegbringen. Ja, das heißt, ich presse jetzt noch die letzten Ballen, dann fange ich an, das Feld hier zu pflügen. Das wird ja dann brach liegen gelassen, wie die beiden anderen ja vorhin auch. Außerdem ist es jetzt tagsüber. Wir könnten also mal anfangen, das kleine Feld wieder zu besäen. Mal schauen, mit was. Vielleicht mit Sonnenblumen mal, dass wir die ersten Sonnenblumen haben. Ansonsten warte ich auf den Raps. Raps sei auf den Mais. So, und wo war jetzt hier der Verkaufspunkt? Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Hier muss doch irgendwo ein Verkaufspunkt sein. Weil vorne ist der Shop eigentlich. Ja. Fahrzeug konfigurieren. Ah, da ist es. Verkaufen. Genau. Black Sheep. Ja, scheint leider nicht zu funktionieren. Danke. Also weg. Arrivederci, bye bye, sollte sein, hacke ich der Trecker. So, okay, dann probiere ich jetzt den anderen, der müsste dann funktionieren. Den hatte ich wahrscheinlich dann schon mal, weil einer von denen ging, das weiß ich. Also, ich habe es ja gemacht, von daher muss es dann wohl der sein. Da habe ich wohl echt den günstigeren gekauft. Da ist das Maisgebiss schon, kann ich aber noch nicht gebrauchen, weil der Mais noch nicht reif ist. Jo, dann heißt jetzt Ballen pressen. Irgendwo mal gucken, wo ich die unterbringe. Ich glaube, neben den Schafen hätte ich noch Platz. Und dann melde ich mich wieder, wenn es dann endlich mal ans Einkaufen der Häckselausrüstung geht, ne? Und da haben wir ja noch nichts. Feldhäcksler. So, na, da bin ich gespannt. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Das probieren wir jetzt noch schnell auskommen. Ist ja egal. Das wird so immer viel zu lang, meine Videos. Ansonsten sollte ich vielleicht auch einfach mal auf die neueste Version gehen von der Karte. Dazu muss ich natürlich auch auf Version 1.4 und das will ich eigentlich nicht. Oder haben sie jetzt endlich einen Hotfix rausgebracht und der Helfer läuft wieder? Ich meine, es kann natürlich auch die Karte sein, dass der Helfer so Probleme hat, dass der damit nicht klarkommt, dass er mit Originalkarten aber klarkommt. Weiß ich nicht. Aber dann würden ja nicht noch Leute darüber berichten. Es berichten ja immer noch Leute darüber, dass ihre Helfer nicht funktionieren. So, jetzt probieren wir es nochmal. Aufklappen. Pickup senken. Und wenn ich jetzt sage, Ballenpresse anschalten. Aha! Okay, da hört man nämlich auch was, ja? Okay, die funktioniert. Na gut, dann presse ich jetzt das Stroh hier. Wir sehen uns, wenn ich endlich die Dinge einkaufe, denn die Häcksler. Also mindestens einen, vielleicht zwei oder drei. Mal gucken. So, nochmal eine kurze Zwischenmeldung. Und zwar werde ich das Ganze ein bisschen anders machen. Ich habe jetzt gesehen, auch warum mein Roggenmehl nichts gemacht hat. Das ist in der Version 1.9 fehlerhaft in der Mühle. Funktioniert nicht. So, sind noch ein paar kleinere Fehler, die er natürlich auch behoben hat. Punkt 2 ist ja die Bierproduktion. So, auch die hätte ich ganz gern. Dann müsste ich nochmal probieren. Ich habe jetzt einen ganzen Hänger voller Paletten in diesem Schmitz Cargo Bull. Die müsste man eigentlich verkaufen können an der Palettenverkaufsstation. Warum es bei mir nicht funktioniert, schauen wir mal.
Bei ihm hat es funktioniert, beim Daniel, beim Fat Action. Irgendwo habe ich da wahrscheinlich einen Fehler. Vielleicht bin ich ein bisschen falsch rangefahren. Das müsste also da eigentlich gehen. So. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie sinnvoll es ist, jetzt hier groß noch weiterzumachen, weil ich werde danach sowieso das Ganze neu starten müssen, um eben dann auf Version 2.0 zu gehen, das neue Fabrikskript und alles und so weiter und so fort. Ich bin jetzt bei den Bauern durch, bei mindestens zwei Bauern, also sagen wir einfach, die ersten drei mache ich mir auf 10 Missionen gemacht oder sogar noch mehr, weil ich bin da auf 100% Zufriedenheit. Vor allem eben beim George Harris, deswegen konnte ich mir das Feld auch so schön kaufen, das Feld 4. Wir machen jetzt Folgendes. Ich habe jetzt hier 1,74. Ja, das schreiben wir uns mal schnell auf. So. Ein sauberes Blatt Papier bitte, danke. Das machen wir jetzt zusammen onscreen. Das ist jetzt dann praktisch der Abschluss. Ich erkläre euch jetzt, wie ich mir mein nächstes Geld zurecht, ja, cheate so ungefähr, aber ich schreibe es halt in die Safe-Game rein. Also, 1,744 Mille. Die kleinen Stellen sind mir nun mal jetzt scheißegal, ne? Also die braucht man nicht. So, dann habe ich ja Tiere. Ich habe 21 Schafe mittlerweile, das zählt nicht. Ich habe also 20 Kühe gekauft. Eine Kuh kostet, Moment, 5.000. Ein Schaf kostet 4.000. So, also habe ich 25.000. Nein, Schmarrn, ich habe 20. Ich habe also 100.000 für Kühe ausgegeben. Ja, so, 100.000, ich schreibe mal dazu. So, dann habe ich meine 20 Schafe. 10 wären 40, sind wir dabei 80.000 für Schafe. So, dann brauchen wir die Garage. Was der jetzt macht, ist mir eigentlich scheißegal, weil, nee, am besten nicht die Garage, weil die zeigt ja nicht den Preis, für den ich es kaufen muss. Ich muss es ja für einen bestimmten Preis kaufen. Ich habe den Lexion hier, es sind 465.900. Okay, also 466.000, also jetzt scheiß drauf auf die paar Stellen, ja, die habe ich irgendwo anders vergessen wieder einzutragen, dann passt es schon auch wieder. So, dann brauche ich ein Schneidwerk dazu. Logo. So, ich habe ja mittlerweile auch das Maisgebiss geholt. Das brauche ich also auch. So, jetzt habe ich also das Glas Vario 1200, das habe ich einmal, ja. So, das sind 102.000, um das zu kaufen. So, auch die schreiben wir mit dazu. Dann habe ich das Conspeed, das müsste ich haben, das 12 Meter Schneidwerk, richtig? Richtig. Das kostet 24.000. So, auch die 24.000 schreiben wir uns mit dazu. Dann haben wir Traktoren gekauft. Mod-Traktoren. Jetzt schauen wir mal schnell welche. Ich habe ja sowieso keine Original gekauft. Ich habe ja nur Mod-Traktoren gekauft. So. Den Valtra Class habe ich nicht. Den habe ich. Aber das Problem ist, ich habe ihn ja nicht mit den 190.000 gekauft, sondern ich habe ihn in einer Version, die am stärksten ist natürlich, mit 410 PS. Kostet das 27.000 mehr. So, und dann habe ich ihn mit Radgewichten, glaube ich, gehabt. Oder Breitreifen, bin ich mir nicht sicher. Ha, war es Radgewicht oder war es Breitreifen? Gehen wir von Breitreifen aus. So, dann sind wir bei 219.800, 220.000, leck mich. So genau nehme ich es jetzt nicht, ja. So, 220.000. Dann habe ich das Feld gekauft. Es sind noch mehr Traktoren übrigens, Blödmann. Dann habe ich das Feld gekauft. Das waren 750.000, auch nur, weil er mich so gut leiden kann, ne? So, 750.000 für das Feld. Weiter geht's. Wir haben kein Xerion, wir haben kein Vario, wir haben kein Series 9, wir haben kein Schlag mich tot und was weiß ich was. Wir haben keinen davon, wir haben keinen davon. Wir haben gar kein Xerion, wir haben auch keinen Billig-Axion. Wir haben keinen Axos. Könnten wir uns demnächst eigentlich auch mal holen. Wir haben einen Akros da. Nee, haben wir nicht. Wir haben. Da bin ich mir nicht sicher. Nee, den haben wir nicht. Wie sieht's mit dem aus? Den haben wir auch nicht. Im 6M haben wir auch nicht. Irgendeinen haben wir. Na, den 8R ganz bestimmt nicht. Irgendeinen von den Spasti-Viechern haben wir doch. 80-20, den haben wir. Nein. Ah, dann habe ich den 80-30. Ja, genau. Aber in welcher Version? Ich habe die Fronthydraulik dazu genommen, weiß ich definitiv. Ja, dann habe ich dazu genommen natürlich die stärkste Variante, die ich hier habe. Ja, es waren 350 PS. Zack, den habe ich. 85-30. So, dann habe ich Radsetup, da waren es ziemlich sicher Gewichte und keine Breitreifen. So, dann habe ich Design, ja, keine Ahnung, ich habe mir aber, doch, Warning Signs, genau, das habe ich gemacht. Ne, Full Option, genau, mit allem, was so dazugehört. So, dann sind wir bei 190.600, sag mal halt 190.000, weil ich mir vorhin zu viel gegeben habe. 190.500, so, dann haben wir das wieder draußen, ja. Okay, haben wir den. Dann habe ich den geholt.
Auch wenn der viel zu billig ist, aber natürlich in der stärksten Variante. Die da wäre die hier mit 760 PS. Und Rad haben wir auch, ja, ich glaube, ne, Zwillingsbereifung nicht, also Radgewichte, die kosten aber nichts extra. Okay, also hat das Ding 10.000 gekostet. Viel zu billig, aber egal. Es geht um das Geld, was ich wieder brauche, um mir den Spielstand wieder so hinzumachen, wie ich ihn hatte. Den müsste ich eigentlich auch haben. Ne, den habe ich nicht. Komisch, wundert mich. Ich verwechsel das, glaube ich, mit dem LS15, da habe ich den nämlich. So, den Agrotron, den habe ich. Das ist nämlich mein Dünger-LKW oder Dünge-Traktor. So, aber ich habe ihn auch wieder in einer anderen Version und zwar mit Pflegebereifung. Kostet 46.000, 600 mehr. 45.600. So. Gut, haben wir den. So, dann haben wir, ne, wir haben kein Xerion. Aber wo habe ich denn den anderen? Ich habe doch noch einen gehabt. Wo ist denn der Deutz-Fahr? Den bin ich doch jetzt voll weg. Der Favorit, Fendt ist es, nicht Deutz-Fahr. Den habe ich doch, genau. Aber auch in der stärksten Variante kostet das 7.000 Euro mehr. Und Radsetup habe ich da auch mit Sicherheit Breitreifen drauf geballert. So, sind wir bei 63.800. Oh, da habe ich mir beim letzten Mal we zu wenig gegeben, sehe ich gerade. Naja, es hat ja trotzdem gereicht. So, gut, das wäre dieses. Den haben wir also auch. Jetzt habe ich mir einen Frontlader gekauft, ja, den hatte ich ja auch noch nicht. Soweit ich weiß, den FZ60. Jo. So, das Ding kostet 8.000. So, dazu habe ich mir gekauft nicht die Universalschaufel, ne? Ne, ich habe mir nämlich die größere gekauft. Ich habe mir aber gekauft den Ballenspieß. Naja, 600, die sind mir, glaube ich, egal, oder? Naja, kann man am Schluss vielleicht mit aufschreiben. Jetzt ist erstmal scheißegal. Silage, Schneidezange, sowas habe ich alles nicht. Nein, Dunggabel XL habe ich nicht. Den Clark habe ich mir noch nicht geholt. Die Frontlader, die habe ich auch nicht. Welche habe ich mir denn genommen? Also keinen von denen auf jeden Fall. Ach, hier! Die Universalschaufel mit 6.000 Liter, die habe ich, genau. So, kostet 1.400. Das machen wir jetzt eben zusammen, damit ihr seht, was... wo es herkommt, ne? Warum ich dann mein Geld wieder mache. Wieder habe, wie auch immer. Dann habe ich mir einen LKW gekauft. Ich werde mir den auch wieder kaufen, nur diesmal muss ich einfach irgendwie anders arbeiten. Welchen habe ich denn genommen? Ich habe den MAN A-Helmer hier, 165.000, aber ich habe ihn mit einem starken Motor genommen. So, ich habe ihn mit, ich denke, Breitreifen genommen und die Felgenfarbe habe ich, glaube ich, gar nicht verändert. So, dann kostet er 201.300. Okay. So. Haben wir den LKW. Dann habe ich mir geholt noch keinen Feldhäcksler. Kipper habe ich mir aber geholt, ja. Und zwar Mod natürlich auch. Klar. Ich habe mir noch keinen Klaas geholt. Big Body, die habe ich mir alle nicht geholt. Nein, ich habe mir den hier geholt. Genau. 89.000 kostet das gute Stück. So, von den anderen habe ich mir keinen geholt. Was ich mir geholt habe, ist der Schmitz Cargo Bill vor allem. Da habe ich sogar eine andere Farbe draufgeballert. Was kostet es mit der anderen Farbe? Gucken wir uns an. Kostet gleich mal mehr. Dann habe ich Breitreifen drauf, soweit ich weiß. Auf jeden Fall irgendwelche anderen. Definitiv. Nehmen wir die. Felgenfarbe, scheißegal. Verzichten wir drauf. Wir haben Sicherheitsboden und wir haben den SCS genommen, ja. Sicherheitsboden oder einen Noppenboden? Was haben wir genommen? Gehen wir vom Sicherheitsboden aus, ja. Oder vom Noppenboden? Gehen wir vom Noppenboden aus. 44.350, gut. 44.500, weil wir müssen mit eventuellen Ummodellierungen rechnen, die wir brauchen. So. Sonst habe ich keine. Das war's hier. Maestros Bastelstube habe ich nicht. Überladewagen habe ich noch nicht. Flug habe ich aber einen neuen. Und zwar habe ich mir den Salford gekauft. Der kostet 77.000. Alter Schwede, ey. Das ist ja doch ganz schön. Das geht ja gar nicht mehr auf eine Seite drauf. So. Den haben wir. Den Titan habe ich nicht, den Amazon hat man sowieso von Anfang an. Ich habe mir einen größeren Grubber gekauft. Auch das. Und zwar müsste es der Köckerling sein. Jo. Das gute Stück kostet 94.000. Holla die Waldfee. Ja, kein Wunder, dass ich kein Geld mehr habe. Ja, dann haben wir hier 50. Also, ob man 50 Meter Flug oder sowas, ob ich so. Und vor allem soll nur 60 PS brauchen, das finde ich ein bisschen doof. Ich gucke mir das vielleicht mal an, das Ding, aber ich glaube nicht, dass ich das kaufe. Sämaschine habe ich auch eine neue gekauft. Und zwar eine Mod-Sämaschine, das weiß ich. Die da. Maestro als Direct Seeder. So, die kostet 121.000. Ja, leck mich am Arsch, bist du noch nicht fertig, ne? Es kommen noch Mähwerke dazu, die ich mir gekauft habe. Wow. Habe ich schon alle Schlepper? Ja, ich glaube, Schlepper habe ich alle. Ja, es müsste hinkommen. Doch. Düngerstreuer habe ich mir keinen gekauft. Habe ich mir irgendwann eine weitere Sämaschine geholt? Nein.
Ich habe auch noch kein Universal. Ich habe immer noch vergessen den Striegel. Naja, Mähwerk. Habe ich nur das Pöttinger, das ganze Einfache. Kostet nicht allzu viel. 11.000, es geht ja noch. Da habe ich ein relativ einfaches. So. Zetterschwader habe ich nicht. Ladewagen habe ich. Und zwar den hier. In John Deere ist ja scheißegal, ob in Fendt oder John Deere. 112.000 kostet das gute Stück. Ich glaube, es hat keine Optionen. Und wenn, dann scheiß drauf. So. Ballentechnik habe ich mir gekauft. Ja. Die billige Glasquadrant muss ich rechnen und nicht die teure. Okay. Arkosin in Glasvariante. 45.000. Also 45 und 45 sind 90.000. Können wir mal eine Position zusammenschreiben vielleicht. Ja, das macht die Sache ein bisschen einfacher. Heieiei. Sind wir jetzt bald mal fertig? Na, Kettensäge, ja okay, sind 1.000. Ist auch egal, die Kettensäge. Forstgeräte, ja. Da war auch was dabei. Und zwar der Autoload. Hier, Fliegel Timberaner Autoload. 19.000 kostet der. Moment, den habe ich aber mit was auch anders gekauft. Und zwar mit Breitreifen. Und dann kostet er schon 19.600. Heidana. So. Das war's. Ja, ein Radlader habe ich gekauft, siehste, habe ich auch. Und zwar den hier, den Volvo, 165.000. Hatte der irgendeine, ja, ich hatte eine Farboption gemacht, ich habe das hier gemacht. Es war aber nicht die Hauptfarbe, es war dann die Felgenfarbe. Aber gut, kostet 900 mehr, also 166.000 fertig. So, holla, jetzt haben wir es bald oder was? Nee, Telelader noch, haben wir auch noch gekauft. Eine Schaufel dafür haben wir gekauft. Wir haben eine Silagezange gekauft. Hier, die Silagegabel. Die kostet 4.100. Sag mal, ey. Ich muss mir einiges an Geld geben jetzt, würde ich sagen. Telelader haben wir uns geholt. Ich weiß nicht mehr welchen. Den Liebherrner. Der hat mir gereicht. 92.000 kostet das Ding. Das ist nämlich nicht so teuer. So. Dem habe ich eine viel zu große Schaufel verpasst. Deswegen bollert er da auch so rum, so unmöglich. Die hier. Die ist nämlich nicht so gut. 2,9. Kostet das gute Stück. So, was habe ich jetzt langsam? Tiere. Habe ich irgendwas für Tiere geholt? Ja, natürlich, den Joskin Betimax habe ich, brauche ich ja mindestens wieder. Und das Wasserfass. So, das sind 24.000. Was kostet das Wasserfass? Das kostet 9,5. Mein lieber Mann. Den Rest haben wir ja nicht. Wir brauchen keinen Einstreuer, wir können das alles so machen. Das ist ja das Schöne. Schiebeschild habe ich, auch wenn mich der Scheiß aufregt und ich damit nicht klarkomme. So, das Ding kostet 7,5. Alter, die Seite ist voll, ich bin immer noch nicht fertig. Meine zweite Seite ist voll. Das Röversystem, Silageschild und das zusammen sind es 10.000, sagen wir mal. Ist eigentlich mehr, aber ist egal. So, 10.000. Wir müssen mal gucken, dass wir das irgendwie auf die Reihe bringen, dass ich damit besser klarkomme. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Diverses, davon habe ich noch nichts. Ja, so ein Kompaktor wollte ich mal kaufen, geht nicht. Das Ding funktioniert nicht. Keiner von beiden konnte ich kaufen. Das ist ein bisschen scheiße. Feld löschen. Aber es ist eine Walze. Kann man damit nicht über Silo fahren auch? Das kann doch nicht so schwierig sein, oder? Flutlichtanhänger habe ich noch keinen gekauft. Genau, okay. So, haben wir es jetzt? Ich glaube schon. Förderband habe ich nämlich noch nicht. Ich habe mir noch keinen Grimme geholt. Kein Autoload auch und so weiter. Nein, habe ich alles nicht. Paletten habe ich, kaufe ich mir sowieso nicht, weil ich es direkt nachfüllen kann. Gewicht habe ich mir keins geholt, okay. Pfändgewicht habe ich mir auch keine geholt, ne? Nee, habe ich nicht. Öha, okay. Vielleicht sollte ich mal richtig lesen, wie das funktioniert, ja? Abfuhrgespanne hochziehen. Tja. Tja. Ja, Frontgewicht, Heckgewicht. Vielleicht würde es dann auch funktionieren, wenn ich es komplett nehmen würde. Naja, gut, okay. Also. Das ist jetzt. Ja, du bist fertig, ist klar. Motor aus, Schnauze. Außerdem, so wirklich fertig bist du ja eh nicht. Sieht absolut mistig aus, aber okay. Ich bin mal mit einverstanden, weil man ja das ganze Ding dann sowieso abschließen will. Sag mal, du bist aber da hinten auch fertig oder hast du da den riesen Scheiß stehen gelassen? Bist du ein bisschen bekloppt im Kopf oder was? Was ist denn hier los? Hast du nicht gepflügt? Was hast du denn hier gemacht?
Zieh dir vom Lungen ab, du Spasti. Mann, Mann, Mann. Okay, also vergessen wir das. Jetzt haben wir alles. Habe ich mir die Silagegabel aufgeschrieben? Nee, habe ich nicht. Die Ballenzange, Gabel, waren 600. Ach komm, scheiß auf die 600. Die habe ich irgendwo anders dazu oder weggerechnet. Egal. So, also habe ich jetzt so grob mein Zeug. Das rechne ich mir jetzt zusammen. Es wären ein paar Millionen, die ich mir gebe. Und dann werde ich nämlich doch Folgendes machen. Ich gehe auf Version 1.4. Ich riskiere das jetzt. Es heißt wahrscheinlich, dass ich, wenn ich Pech habe, ab und zu noch was extra machen muss, weil die Helfer, der Standardhelfer mit dieser Karte einfach nicht klarkommt. Außer die haben jetzt schon einen Hotfix draußen. Ich bin ja immer noch auf Version 1.3, ich weiß es ja nicht. Und ich gehe auf die Version 2.0 von der nordfriesischen Marsch, weil dann funktioniert auch die Roggenverarbeitung in der Mühle, was eben nicht funktioniert. Deswegen, hab ich vorhin im Livestream mitgekriegt, als ich meinen alten Mitschnitt angeguckt habe, dann habe ich gedacht, aha, deshalb, da weht der Hase her. Ich habe mich nämlich gewundert, wo mein Roggen hin ist. Ich habe ja da 40.000 Roggen oder was reingeballert, die ich nur übrig hatte. Und, oder waren es gar fast 50.000 und es ist nichts rausgekommen. Keine einzige Palette. Jetzt habe ich vorhin Weizen rein. Jetzt können wir mal schnell, scherzeshalber nochmal schauen. Hat funktioniert nämlich einwandfrei, diese Mehlfabrik, ja. Ah, arbeitet immer noch. Erste Palette ist ratsche voll. Die zweite wird gerade voll gemacht. Aha, geht doch. Ja. Arbeitet, sieht man dieses Arbeitslicht auch. Und hier ist immer noch schön drin, wahrscheinlich so um die 80.000 oder so, vielleicht sogar noch mehr, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel der verbraucht. Ich weiß nicht, wie der Verbrauch ist. Ja, um die 80 war gar nicht so schlecht geschätzt. 78,6 haben wir drin. Okay. Insgesamt waren 95 drin. Nach zwei Touren. Da war aber schon eine Palette zur Hälfte voll. Naja, zur Hälfte vielleicht nicht, zum Drittel. Aber geil. Okay, so ist der Plan. Ich habe jetzt das mit euch zusammen gemacht, damit ihr seht hier, wo kommt dann mein nächstes Geld her, was dann wahrscheinlich am Anfang dasteht. Dann so, wenn ich das so grob überschlage, sind wir dabei über 3 Millionen wahrscheinlich. Ja, passt schon. Was kosten da 466.000? Was war denn das? Ein Trecker, hä? Bestimmt ein Trecker. 750 ist klar, das ist der... Ach, 466.000 ist der Drescher, du Blödmann. Ja, 102.000 ist nämlich das Schneidwerk. Genau, gut, das kann ich mir dann nämlich alles wiederholen. Ja, und vor allem eben auch gleich das Feld. Ich muss natürlich auch wieder die Bauern, die Zufriedenheit der Bauern reinschreiben, aber das kriegen wir hin. Ich weiß jetzt, wo ich das alles finde. Das ist ein bisschen Wühlerei, ein bisschen Sucherei, aber das kriege ich hin. Dann verabschiede ich mich jetzt erstmal hier. Und wir spielen dann auf Version 2.0 oder vielleicht sogar 2.1 weiter. Doch mit der Version 1.4, ich riskiere das jetzt, vielleicht klappt's ja. I hope so. Die Fabrikskripte sind dann auf jeden Fall gemacht, die sind gleich neu gemacht, das kam sofort hinterher. Also so hier Motter wie Mahu oder so, die reagieren halt sofort, ne? Ja, aber seine besten Mods, die stellt er ja gar nicht mehr öffentlich. Hat er die Schnauze voll von. Kann man irgendwo verstehen, wenn man nur verarscht wird und ja, wenn dann irgendwas nicht passt und man wird erstmal nur beleidigt, anstatt zu sagen, hey Junge, das funktioniert nicht, was kann man da machen? Und dann erstmal rumflamen gleich oder so, ja, ist halt nicht so das Wahre. Dasselbe Problem werden wir dann haben bei Kettle und Crops mit Sicherheit. Die guten Modder machen nichts öffentlich, weil die, denen es zu dumm ist, sich hier irgendwie voll meckern zu lassen. Gut, gut. Also, danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar, war jetzt nur eine Erklärfolge und kurz mal zusammenschreiben, was wir alles so haben. Ja, aber da ist einiges an Geld durchgegangen, ne? Also wenn man das so sieht. Passt schon. Da ist einiges an Kohle durchgeflossen. Bis jetzt durch diese Karte. Und dann können wir jetzt beim nächsten Mal gleich mit dem Feld 4 starten. Dann schauen wir weiter. Bis dahin.